Grüß euch, Servus, Grüezi, Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein Unboxing-Video zu ziemlich interessantem Gear, mit dem man sein EDC pimpen bzw. upgraden kann. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass mir die Artikel dieses Unboxings kostenlos zur Verfügung gestellt wurden vom Survival Shop überlebenskunst.at und dieses Video daher als Werbung deklariert ist. Nichtsdestotrotz wurden mir aber keinerlei Vorgaben gemacht, sodass die hier getätigten Aussagen rein meiner subjektiven Meinung entsprechen. Wie kam es überhaupt dazu? Rainer Rossmann hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem er drei Testpersonen suchte, um die Praxistauglichkeit und Haltbarkeit der neuen selbstproduzierten Griffe für den Survival Beaver auf Herz und Nieren zu testen. Wie ihr vielleicht wisst, verfügt dieses Messer wie viele andere auch über eine Fulltang-Konstruktion, allerdings so ausgeführt, dass der Erdel im vollen Umfang von den Griffschalen umschlossen ist. Und da ich den Bushcraft Beaver in der One of a Kind Limited Golden Nugget Edition 1 von 1 habe und schätze, hätte es mich natürlich auch gejuckt, den Survival Beaver ordentlich zu testen. Daher habe ich mich, wie zahlreiche andere auch, um einen der drei Plätze beworben. Kurz darauf wurde ich von Rainer bzw. von Jürgen, einem Mitglied seines Teams, kontaktiert und davon in Kenntnis gesetzt, dass das Loswollen nicht auf mich gefallen ist. Es folgte eine nette Unterhaltung, in der mir angeboten wurde, ein paar Artikel aus der selbst entwickelten und produzierten Knives 4 Collection auszuprobieren, was ich sehr gern annahm. Und wiederum kurze Zeit später erreichte mich dieses Packerl, wie wir in Österreich zu sagen pflegen, dessen Inhalt ich euch heute zeigen und meine ersten Eindrücke dazu mit euch teilen möchte. Vielen Dank dafür an Rainer und sein Team. Dann wollen wir doch gleich mal sehen, was ich da bekommen habe. Okay, einmal Verpackungsmaterial, damit die Sachen auch gut geschützt ankommen. Dann haben wir hier ein Goodie Bag. Coolen Patches. Und Stickern. Woraus besteht nun das Knives 4 Gear? Vom Material her würde ich auf TPU tippen. TPU bzw. thermoplastische Polyurethane ist ein Elastomer, also ein synthetischer Kunststoff, der flexibel und beständig ist, die Eigenschaften von Thermoplasten und Elastomeren vereint und hohen Druck- und Zugkräften standhalten kann. Und außerdem beständig ist gegen Fette und Öle. Es gibt natürlich verschiedene Härtegrade und auch die Temperatur spielt eine Rolle, wobei das Material bei höheren Temperaturen flexibler und bei kalten Temperaturen härter bzw. spröder ist. Aber es soll hier ja kein Referat werden über Kunststoffeigenschaften. Ich denke mal, dass sich Reini als Hans Dampf in allen Gassen von bestimmten Partnern hat inspirieren lassen, um seine eigenen Ideen zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses Materials umzusetzen. Das Schöne daran ist, dass sämtliches Knives 4 Gear made in Austria ist und in der eigenen Werkstatt in der Nähe der niederösterreichischen Landeshauptstadt produziert werden. Da gehen doch gleich mal liebe Grüße raus in meine alte Heimat. Das wird wohl die K4 All Day Carry für Huntsmen und ähnliche Wicks mit vier Layern sein.
cool ist auch die ausreichend lange Kette. Die sich jeder an seine Größe und an seinen Bedarf anpassen kann. Ich werde wohl nicht allzu viel kürzen müssen. Gut, es mag jetzt zwar Leute geben, die nicht so auf Ketten stehen, aber das Loch sollte groß genug sein, um auch Paracord oder sonstige Kordung durchzufädeln. Packen wir das einmal aus. Bisher hatte ich mein Huntsman ja in einer selbstgenähten Tasche dabei. Da bin ich schon sehr gespannt, wie es sich im Alltagseinsatz bewährt. Boah, das hält echt gut. Und das, obwohl man sein Taschenmesser problemlos mit einer Hand ziehen und auch wieder versorgen kann. Vor der Kamera jetzt natürlich etwas schwieriger als seitenverkehrt ist, aber cool. Mit dem schwarzen Griffschalen des Huntsman, wie aus einem Guss und eine echte Augenweide. Und so klein das Teil auch ist, hat es auch noch ein zusätzliches Gimmick. Sollte jemand sein Victorinox mal nicht so pfleglich behandeln und die einzelnen Werkzeuge sich nicht so leicht öffnen lassen, oder wenn die Fingernägel mal etwas kürzer sind, kann man mit der Halterung auch ganz leicht die einzelnen Werkzeuge öffnen. Dazu dienen die beiden Nasen. Die das Öffnen der Werkzeuge wirklich erleichtern können. Mitgedacht und schlau gemacht. Wow! Also, man wird wohl im Alltag kaum sein Messer so herumschleudern, aber auch das hält es problemlos aus, ohne das Messer freizugeben. Es hat sich noch nicht einmal bewegt. Es gibt aber auf der Seite knivesfor.com bzw. überlebenskunst.at/survivalshop neben zahlreichen Varianten auch Halterungen, mit denen man sein Taschenmesser quasi als Beimesser an die Kreidegscheide, zum Beispiel seines Beavers oder Irbis oder montieren kann und damit alles immer griffbereit hat und noch viele, viele andere Teile für verschiedene Anwendungen. Klar kann man jetzt sagen, sowas mache ich mir aus Kreidex, Leder oder was auch immer selbst, oder man könnte natürlich auch die Preise hinterfragen. Aber erstens muss man einmal die Idee haben, dann muss man sich überlegen, wie man das umsetzen kann und wie viel Zeit und Entwicklung man dafür investieren muss. Und ebenfalls gibt es doch einige, die nicht so mit geschickten Händen gesegnet sind oder denen einfach die Zeit für eigene Basteleien fehlt. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch diese Knives-Vorlösungen gefallen, eure Gedanken dazu und für welche Konfiguration
ihr euch eine Halterung wünschen würdet. Als nächstes haben wir hier die K4 Universal Feuerstahlhalterung mit Feuerstahl und den benötigten Befestigungsschrauben, Scheiben und Hülsen. Hier auch gleich die Bedienungs- und Pflegeanleitung. Ihr könnt da mal auf Pause drücken. Um euch die durchzulesen. Hier ist der Feuerstahl. Ich mache dazu aber am besten ein eigenes Video, in dem wir uns anschauen können, ob die Halterung wirklich so universal ist. Für den Bushcraft Beaver passt sie natürlich wie angegossen. Aber natürlich auch ganz oben. Dafür kann man dann eine der Unterlegscheiben weglassen. Tolle Sache. Was auf jeden Fall auffällt, dass der Feuerstahl auch ohne Schockkord sehr gut in der Halterung sitzt. Es passen aber natürlich auch andere Feuerstähle mit 8 mm. Zum Beispiel hier. Und sollte er tatsächlich einmal verbraucht sein, bekommt ihr ein reines Shop natürlich auch Ersatz. Zum Thema Feuerstahl am Messer gibt es eigentlich nur zwei klare Fraktionen. Die einen, die so wie ich auch darauf stehen, den Feuerstahl immer griffbereit am Messer zu haben, und die anderen, die den Feuerstahl strikt extra tragen. Und Reine bietet nicht nur diese Universalhalterung und eine, mit der man den Feuerstahl um den Hals tragen oder am Gürtel sichern und in der Hosentasche tragen kann, sondern auch Lösungen für verschiedenste Messer, wie zum Beispiel auch für die Glock Feldmesser oder auch den letzten Feuerstahl deines Lebens, die ich auch gerne mal testen und vorstellen würde. Und das ist dann wohl die K4 Gürtelscheide für das Victorinox Rescue Tool mit integrierter Taschenlampe. Coole Sache. Wow, auch die Taschenlampe sitzt sehr gut. Zwar könnte man denken, dass dieses kleine Lamperl nicht viel Licht ins Dunkel bringt, aber weit gefehlt. Sie verfügt über 4 Modi und macht damit ordentlich Krawall. Auch ein Strobe ist vorhanden. Cool. Richtig cool. Und auch diese, ob aufrecht oder kopfüber, hält gut und sicher in der Halterung. Da
da bewegt sich überhaupt gar nichts. Auf der Rückseite befindet sich eine Schlaufe für den Gürtel und noch zwei, ich nenne es mal Tunnels, zu denen mir gleich eine unter Anführungszeichen dumme Idee kommt. Es ist wahrscheinlich zwar nicht vorgesehen, aber man könnte da durchaus auch eine Kordel oder eine Kette durchziehen und diese entweder aufrecht oder auch kopfüber tragen. Jetzt richtig stramm drin. Also da braucht man überhaupt keine Angst haben, dass man das Messer oder die Taschenlampe verliert. Feine Sache. Praktisch wäre diese Trageweise zum Beispiel beim Feuerwehreinsatz, wenn man nicht an den Gürtel seiner Alltagshose rankommt und trotzdem das Messer sowie die Taschenlampe griffbereit tragen möchte. Absolut feine Sache. Ich werde euch die Teile auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr sie bei Interesse auch selbst bestellen könnt. Und auf jeden Fall wird es noch weitere Videos geben zu dem Knives for Gear, in dem ich euch meine Erfahrungen und Ergebnisse mitteile. Bis dahin, checkt auch meine anderen Videos aus, schreibt mir eure Fragen und Meinungen in die Kommentare, lasst mir ein Like und Abo da, damit ihr auch kein Video verpasst. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch alles Gute, liebe Grüße, bleibt gesund, euer Buschbär.